Im Juni diesen Jahres darf man sich in Zwickau wieder auf eine Veranstaltung der besonderen Art freuen. Zum 19. Mal wird dann der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb für Klavier und Gesang ausgerichtet. Bereits im Jahr 1956 gegründet, wird er seit 1963 in der Geburtsstadt Schumanns in den Fächern Klavier und Gesang ausgetragen und findet alle 4 Jahre statt. Nachdem die 18. Auflage Corona-bedingt nur als Videowettbewerb durchgeführt werden konnte, steht nach 2016 in diesem Jahr wieder der musikalische Wettstreit live und vor Ort an. Am gestrigen Tage wurden die Medienvertreter in einer gemeinsamen Runde mit Veranstaltern und Partnern über das Programm und eingegangene Anmeldungen informiert. Passende Worte fand zu Beginn Zwickaus Kulturbürgermeister. Internationaler Robert-Schumann-Wettbewerb vom 6. bis 16. Juni in unserer schönen Stadt Zwickau. Es gehört zu den ganz tollen Dingen in dem Amt, das ich begleiten darf, das auch im 4. Jahr meines Amtes es noch Premieren für mich gibt. So eben jetzt auch, Herr Merz hat es angedeutet, Robert-Schumann, internationaler Schumann-Wettbewerb, weil eben 2020 aus den bekannten Gründen das nicht in der Form sein könnte. Jetzt steht auf meinem Sprechzettel ganz viel, dass ich erklären soll, was der internationale Robert-Schumann-Wettbewerb ist. Das traue ich mich in diesem Kreis hier nicht, weil es da andere gibt, die das viel, viel besser wissen und auch viel besser können. Aber vielleicht so viel an dieser Stelle. Also wirklich ein ganz großes Highlight in unserer Stadt und auch Quelle ganz großen Stolzes. Erstens diese Tradition, seit 1961 diesen Wettbewerb für Klavier und Gesang hier durchzuführen, der wirklich ein großes internationales Renommee hat, der große internationale Namen vielleicht nicht hervorgebracht, aber befördert hat, die hier Preisträger waren, teilweise uns dann auch die Treue gehalten haben, auch als Juroren zur Verfügung gestanden haben und damit so eine große Kontinuität und Tradition auch über Systembrüche hinweg in unserer Stadt im Dienste der Musik, im Dienste Robert Schumanns etabliert werden konnte, aufrechterhalten werden konnte. Und ich glaube auch ein tolles Zeichen in diesen bewegten Zeiten, in denen wir leben, für die Weltoffenheit unserer Stadt. Das ist ein großes internationales, wirklich mit weiter Ausstrahlung, ein Wettbewerb, der aus allen Ecken der Welt Künstler hier nach Zwickau bekommt und der einfach für diese Marke Schumann in Zwickau ein ganz großer und nicht wegzudenkender Baustein ist, auch für unsere Zwickauer Institutionen, die mit neben dem Schumannhaus, Schumann-Gesellschaft daran beteiligt sind, auch für unser CON, gerade für die Schüler, auch im Clara-Rieck-Gymnasium ein tolles Zeichen, mal dort wirklich Künstler von internationalem Rang zu erleben, dort diese wirklich einzigartige Qualität. Co-Atelier, da wird dann auch noch was dazu kommen, mich persönlich, also Howard Arment nach Zwickau zu holen. Also ich bin wirklich begeistert und nicht nur als Kulturbürgermeister, sondern auch als Kunst- und insbesondere als Musikfreund richtig froh, dass dieses Jahr gelingt. Mammutprojekte wie diesen internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb zu stemmen, bedürfen natürlich Unterstützern. Da kann man sich natürlich auf zwei altbewährte Partner verlassen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, dass man eine so renommierte Geschichte auch unterstützen kann und angefragt wird. Das tun wir sehr gerne, denn drei Dinge haben uns dazu bewogen, das zu tun. Das eine ist, letztlich geht es ja auch darum, die kulturelle Vielfalt der Stadt zu zeigen. Und das kann man natürlich damit wunderbar fördern. Dann geht es sicherlich um musikalische Exzellenz, etwas, was unbedingt mit der Stadt in Verbindung steht. Und natürlich um die internationale Bedeutung. Schumann ist ein Alleinstellungsmerkmal, eines, das wir in Zwickau haben. Das kann man nach draußen tragen und das gelingt natürlich mit dem Preis ganz besonders. Und deshalb haben wir uns sehr gefreut, dass wir wieder mitmachen dürfen und dass wir diese schöne Partnerschaft weiter fortsetzen können. Unser Engagement ist natürlich in Zwickau, das wissen Sie, sehr breit. Musik spielt immer eine Rolle, Kunst und Kultur auch. Und damit das dann auch sichtbar wird bei dem Wettbewerb, ist es so, dass wir die ersten Preise für die Kategorien Klavier und Gesang stiften werden. Im Interview brachte der Vorstandsvorsitzende das nochmals zum Ausdruck.
Robert Schumann ist untrennbar mit der Stadt Zwickau verbunden. Es geht um musikalische Exzellenz aus Zwickau. Und so haben wir die Chance, mit dem Wettbewerb etwas aus der Vergangenheit in die Zukunft zu tragen und mit diesem Wettbewerb hier nach Zwickau zu holen. Es wird international wahrgenommen werden und wir freuen uns, wieder als Partner dabei sein zu dürfen und als Hauptsponsor zur Verfügung zu stehen. Was genau werden Sie unterstützen? Wie viel Geld nehmen Sie in die Hand? Ja, es ist ein mittlerer fünfstelliger Betrag, das darf man sagen. Und wir unterstützen zunächst die ersten Preise in der Kategorie Klavier und Gesang und natürlich auch insgesamt ein bisschen den Wettbewerb in den Verwaltungskosten. Herr Fuhrmann, werden wir uns zu dem einen oder anderen Konzert sehen? Mit Sicherheit. Und dann wurde noch für alle Anwesenden sichtbar der Sponsorenvertrag unterzeichnet. Den hatte man seitens des zweiten Unterstützers bereits unterzeichnet. Die Rede ist von Volkswagen Sachsen. Stellvertretend war hier Lutz Feustel vor Ort. Auch ihm war die Freude anzumerken, dieses für die Stadt Zwickau so bedeutende Event mitzutragen. Definitiv. Es ist nicht ganz so einfach. Die Zeiten sind schwierig. Deshalb ist es trotzdem für uns wichtig, dass Partnerschaften ja nicht umsonst Partnerschaften heißen. Also man vertraut auf uns, wie wir natürlich auch unseren Partnern gerne zur Seite stehen wollen. Und der Schumann-Wettbewerb hat so eine Bedeutung. Es ist ein internationales Musikfestival weit über unsere Stadtgrenzen hinaus. Und da gehören wir einfach dazu. Sehen wir uns auf irgendeinem Konzert? Kannst du dich dafür erwärmen lassen, vorbeizukommen? Definitiv. Also ich habe, auch wenn ich es mit den Anglizismen nicht so mag, aber dieses Open Stage des letzten Jahres bei Jugend musiziert so toll gefunden, habe meine Stadt selten so schön und anziehend gefunden wie in diesem Moment. Und das gönne ich mir definitiv. Ich werde das ein oder andere Festkonzert mitnehmen. Und also die Stadt klingt aus allen Ecken und das ist schön, da freue ich mich drauf. Dann war ein Mann in der Runde, der seit Jahrzehnten viel dafür tut, dass die Schumannstadt nach außen strahlt. Kulturamtsleiter Dr. Michael Löffler. Schumann in diesem Jahr, Gott sei Dank wieder. Herr Merz hat es schon gesagt, vor 4 Jahren nicht ausgefallen, aber in einer ganz, ganz anderen Art und Weise. Insofern sind wir froh, dass wir wieder richtig, also können in Anführungszeichen sagen, normal starten können in diesem Jahr. Allerdings so ganz normal sind wir nun auch nicht, denn wir haben uns 2 Sachen überlegt, die wir zusätzlich machen, ändern wollen, ergänzen wollen. Für das eine sitzen dann die genannten Partner hier ganz links noch. Frau Lerner und Herr Stiebert werden noch etwas sagen zu diesem Choratelier Meisterkurs dirigieren. Das werden wir ja vorblenden vor unserem eigentlichen Wettbewerb. Das ist also eine schöne, wertvolle Ergänzung. Es ist erstmalig, ob es eine Tradition wird, können wir sicherlich erst hinterher beantworten. Dann kam der Mann zu Wort, bei dem wohl beim Wettbewerb alle Fäden zusammenlaufen. Wir haben Dr. Thomas Synowczyk einmal direkt zu Wort kommen lassen. Herr Dr. Synowczyk, man darf es so sagen, Sie haben ja mehr oder weniger den Hut auf für dieses große Fest in unserer Stadt. Und man hat Ihnen heute das angemerkt, dass Sie richtig brennen auf diese Sache. Das ist eine ganz tolle Sache. Also Zwickau präsentiert wirklich seine Weltoffenheit auf musikalischem Gebiet. Und es haben sich 178 junge Musiker, Profimusiker aus der ganzen Welt angemeldet. 35 Nationen wollen hier anreisen. Und das ist, denke ich, für Zwickau eine einmalige Sache. Gibt es eben nur alle 4 Jahre oder jetzt auch eben vor 4 Jahren nicht, vor 8 Jahren zum letzten Mal. Von daher haben wir auch großen Nachholbedarf und freuen uns sehr. Das sind natürlich Herausforderungen, sowohl finanzieller Art, wir haben es heute gehört, es sind wieder bewährte Sponsoren, die Sparkasse Zwickau und VW an Bord. Aber es sind auch andere Sachen, wie diese, was Herr Stiebert erzählt hat, diese Chöre, die diesmal involviert sind. Genau, wir haben dem Wettbewerb vorgeschaltet ein großes Meisterkursprojekt. Seit 2019 haben wir musikalische Meisterkurse in Zwickau, auch im Rahmen der Schumann-Pflege. Und dieses Mal kommen Chordirigenten. Das geht nur in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat, der wie letztes Jahr die Jugend musiziert, auch dieses Jahr hier das mit unterstützt und dem VDKC, dem Verband Deutscher Konzertchöre. Und da werden 3 junge Dirigierstipendiaten des Deutschen Musikrats hier Schumann-Werke, Schumann-Chorballaden erarbeiten und die dann in der Neuen Welt als Eröffnungskonzert zum Wettbewerb aufführen mit, da freue ich mich auch sehr, mit 4 ehemaligen Preisträgern des Wettbewerbs, die jetzt als Sänger dann hier wieder zu hören sein werden. Um die ganze Sache für die Zwickau, für die Gäste der Stadt transparent zu machen, gibt es auch eine tolle Sache, diese Open Stage, die sich ja bewährt hat.
Genau, wir haben letztes Jahr zum Bundeswettbewerb Jugend musiziert auf dem Hauptmarkt eine offene Bühne gehabt. Das werden wir auch dieses Jahr zum internationalen Robert-Schumann-Wettbewerb haben. Jeder, also das heißt auch jeder, der hier gerade mal zum Einkaufen ist und mal in die Tasten greifen möchte, kann das tun und sich hören lassen. Und wir hoffen natürlich, dass auch viele Wettbewerbsteilnehmer sich mal an den Flügel setzen und da ein bisschen musizieren. Und wer zuhören möchte, es gibt auch kostenfreie Konzerte. Genau, also wir haben die ersten beiden Wertungsrunden komplett kostenfrei. Da kann jeder kommen, zum Beispiel hier im Gewandhaus. Da sind die Gesangswertungen und die Sänger singen zwei Schumann-Lieder. Das dauert dann vielleicht 8-9 Minuten. Da kann jeder mal für knapp 10 Minuten reinkommen und sich einen Sänger anhören, von irgendwo weit hergereist. Und genauso in der neuen Welt, die Klavierwertungen. Dann haben wir Sachen, dass am 8. Juni zuerst hier um 20 Uhr am Schumann-Denkmal eine kleine Geburtstagsfeier für Robert Schumann geben wird. Und dann anschließend im Robert-Schumann-Haus eine Filmnacht mit einem, finde ich, ganz tollen amerikanischen Hollywood-Klassiker von 1947, Clara Schumanns große Liebe, Song of Love. Und den zeigen wir hier im Original mit deutschen Untertiteln im Schumann-Haus, auch das kostenlos. Und ebenso auch bei diesem vorgeschalteten Meisterkurs Dirigieren, der findet in der Pestalozzi-Schule statt. Da kann man auch kostenlos zuhören, also ganz viel umsonst auch. Nicht unerwähnt sei auch, dass es dem unermüdlichen Engagement von Reinhold Stiebert, der gemeinsam mit Anne Langhoff für den Verband Deutscher Konzertchöre an der Medienrunde teilgenommen hat, zu verdanken ist, dem Wettbewerb diese besondere Note zu geben. Dann dürfen wir gespannt sein, was uns dieser internationale Robert-Schumann-Wettbewerb alles für Gänsehautmomente bescheren wird. Wir werden natürlich mit der Kamera vor Ort sein.